Deutschland schließt ab Montagmorgen seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz. Regierungskreise bestätigen AFP einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. Demnach verständigt sich die Bundesregierung mit den betroffenen Ministerpräsidenten auf diese Maßnahme gegen die Corona-Krise. Die Grenzen sollen ab 8 Uhr morgens geschlossen werden. Es soll verschärfte Kontrollen und Zurückweisungen geben. Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten soll aber weiter gesichert bleiben. Auch dürfen Pendler weiterhin die Grenzen passieren. Hintergrund der Entscheidung der Bundesregierung sei nicht nur die Eindämmung der Corona-Pandemie, sondern auch der Versuch, Hamsterkäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum bereits zu Versorgungsproblemen geführt hätten, berichtet die Bild.